Hallo und willkommen zurück, heute wieder auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute kurz auf Baruk Tyr wieder aufmerksam machen. Er ist wieder zurück im Relais und hat wieder einiges für uns mitgebracht. Ich würde sagen, wir starten direkt hin. Heute ist der 3.12. und wir schauen, was er heute so für uns mit hat. Heute ist er, ihr seht immer, wo Baro ist, mit dem Zeichen, was er ausschreiben lässt. Heute ist er auf Pluto. Natürlich wie immer im Relais. Reist einmal kurz hin und dann schauen wir gleich weiter. So, Relais angekommen, ihr braucht nur gerade reinlaufen. Und dann habt ihr Baro schon hier. Schauen wir uns das gleich zusammen an. Hier steht er dann immer. Ist auf jedem Relais immer etwas ein anderer Standort, aber das findet ihr auf jeden Fall. Es ist immer ein Haufen Menschen anwesend. Ihr seht das sofort bei den ganzen Frames. Aber schauen wir mal, was er mit hat. Ich mag es immer so, ich gehe oben mit dem Reiter hin und her, damit ich es einfach sehen kann, was ich bereits besitze und was nicht. Heute hat er wieder ein paar gute Mods mit. Einprügeln ist okay. Primed Grenierbestrafung wäre sehr gut. Primed Feuersturm, super Mod. Und diesen Mod kenne ich nicht. Muss man sich anschauen, aber ihr seht, kostet alles einen Haufen Geld. Also die Bau-Dukaten. Orokin-Dukaten, Entschuldigung. Und ihr fragt euch sicher, wie ihr die bekommt. Ist aber eigentlich ganz einfach. Ich zeige euch das. Ich habe jetzt extra gewartet. Ihr könnt hier immer neben Baro sind immer 2, 3, 4 solche Automaten. Hier könnt ihr reingehen und könnt eure Primed Sachen verkaufen. Wie ihr die Primed Sachen farmen könnt, wie ihr die bekommt, zeige ich euch im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos. Aber jetzt mal vorab, ihr könnt ihr Relikte farmen, ihr könnt Ansturm machen, ihr könnt gewisse Quests erledigen. Verteidigung, mehrere Wellen, da droppen immer Relikte. Ihr könnt überleben, mehrere Wellen machen, da droppen Relikte. Ihr könnt aber auch mit dem, wenn ihr für die Syndikate die Rufe farmt, euren Standing gegen Relikte eintauschen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, stelle ich euch im nächsten Video vor. Geht dann in die Missionen rein, öffnet die Relikte und dann erhaltet ihr Prime-Gegenstände. Die Prime-Gegenstände könnt ihr hier dann gegen die Orokin Dukaten eintauschen und bei Baro dann einkaufen. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz. Ich mache das immer so, dass ich alles, was über 2 ist, verkaufe. Warum alles immer über 2? Ich möchte mir immer so einen Satz behalten, falls ich noch etwas nachbauen muss. Und ein Satz ist immer für das da, wenn ich wieder Prime Sets verkaufe, um etwas Platin zu farmen. Wenn ihr hier drinnen seid beim Verkaufen, ganz einfach, klickt einmal drauf. Ich habe hier 4 Stück, das heißt, wir können 2 auswählen. Ihr seht, jetzt hier auf der Seite wird es schon zusammengezählt und die Dukaten, was ihr dafür bekommt, werden schon gut geschrieben. Was machen wir jetzt alles bei allen? Da können wir eines hergeben, da eines, hier eines. Da haben wir auch noch ein paar. Hier haben wir auch noch 3, hier haben wir auch noch 3 und das war es eigentlich schon wieder. Ihr seht, das sind die ganzen Stücke. Natürlich bekommt ihr, umso höher die Wertigkeit ist, ihr wisst ja, ist es ein Goldgegenstand, ist es ein Silbergegenstand, ist es ein Bronzegegenstand, das macht dann auch wirklich hier den Preisunterschied aus. So, 455 Dukaten bekommen wir trotzdem. Wir verkaufen das Ganze jetzt gleich, die 12 Gegenstände. Ja, verkaufen, ihr seht hier oben, ist die Gutschrift schon angekommen und jetzt können wir mal zu Baro schauen. Wie gesagt, am ersten Reiter sind die Mods, besitze ich auch noch nicht alle, war bis jetzt noch nicht notwendig, vor allem dieser nicht, kenne ich nicht. Hier sind so, ja, das sind alles Skins, könnt ihr ganz zum Schluss kaufen, Rüstungen, wenn ihr dann wirklich fertig seid. Waffen hat auch immer 1, 2, 3 mit. Das sind wirklich Waffen, die bekommt ihr nur bei Baro. Also wenn ihr sie noch nicht habt, Dukaten übrig habt und ihr habt eine Waffe mit, die ihr nicht besitzt,
kauft sie auf jeden Fall. Ihr braucht sie auch für die Mastery Ranks und die Waffen sind auch wirklich gut. Das letzte sind dann eher so Deko-Objekte und Farbpaletten. Für uns ist heute wirklich nur interessant dieser eine Mod. Den anderen, wie gesagt, muss ich mir erst anschauen, aber den nehmen wir mit. Ihr seht natürlich auch noch etwas zu bezahlen, nicht nur die Karten, aber wir kaufen den und er ist jetzt bei uns schon im Inventar. Das war es eigentlich soweit zu Baro. Baro kommt immer alle 2 Wochen, wenn mich das jetzt nicht täuscht, alle 2 Wochen, am Freitag bis Sonntag ungefähr mittags. Bekommt ihr aber immer angezeigt und wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Wie ihr das jetzt eintauscht und umtauscht, das wisst ihr jetzt. Viel Spaß noch, wir sehen uns im nächsten Video.